Hallo und herzlich willkommen hier wieder erneut zurück zum nächsten Part mit Mass Effect Andromeda. Wir schauen uns gerade im Widerstandsposten auf Volt um. CAT-Überwachung Woche 142. Schichtwechsel, CAT-Anführer geht zur Konsole, spricht mit unbekannter Person, CAT-Patrouille kehrt zurück, berichtet, dass nichts ungewöhnlich zu sehen war. Kairirk betritt das Lager, wird schnell erlegt, CAT kommt der Position der Wanze sehr nah, CAT-Anführer überprüft seine Waffe, CAT-Anführer überprüft seine Waffe erneut. Nächster Überwachungsbericht. Gruppe von 5 CAT verlässt die Basis, um wilde Pirsch-Härte zu erlegen. Also da sind anscheinend tatsächlich noch Wildtiere unterwegs. CAT-Anführer startet Tagesbericht gegenüber unbekannten Vorgesetzten. Störung der Übertragung, Ursache unbekannt. CAT-Anführer überprüft seine Waffen zum 5. Mal. Übertragung für 2 Minuten lang ausgemeldet. CAT-Anführer hält 60 Minuten lange Rede vor seinen Untergebenen. CAT verlassen das Lager in Richtung Hytchara. Gemeldet. Möglicherweise erfolgt ein Angriff. Nächster Überwachungsbericht, CAT-Anführer startet Bericht, überprüft sofort danach seine Waffe. Rauschen in der Übertragung, Übertragung fällt 7 Minuten lang aus. CAT-Anführer schickt Patrouille in Rover los, Zielort unbekannt, Übertragung fällt aus, gemeldet, Übertragung immer noch ausgefallen, möglicherweise Netzwerkprobleme. Was auch immer wir daraus ablesen sollten. Und meine Fresse, ist das hier eine Kommandozentrale. Pathfinder, kann ich etwas für Sie tun? Sind Sie der Ausrüstungsoffizier? Ich habe gehört, es gäbe Probleme mit Ihren Vorräten. Was für ein Unsinn. Ich weiß ja nicht, was genau Sie gehört haben, aber alles läuft bestens. Ich habe die Nachrichten an Sie gelesen. Was verbergen Sie? Reden Sie leiser. Diese Informationen dürfen nicht nach außen dringen. Niemand weiß, dass keine Lieferungen mehr eintreffen. Wenn sich das rumspricht, wird die Moral drastisch sinken. Ich muss der Sache unauffällig nachgehen. Haben Sie irgendwelche Spuren? Nicht viele. Die Vorräte erreichen zwar den Planeten, aber nicht unsere Basis. Die naheliegende Antwort sind die CAT. Sabotage ist genau ihr Stil. Wir haben den Übergabeort schon gewechselt, aber das hat nichts gebracht. Ich kann niemanden losschicken, um der Sache nachzugehen, ohne dass sich das rumspricht. Aber ich fürchte, letzten Endes wird es sich nicht vermeiden lassen. Ich kann mir den Übergabeort gerne mal ansehen. Dann wird auch keine Unruhe aufkommen. Ich kann keine offizielle Suchaktion genehmigen. Aber ich kann Sie auch nicht davon abhalten, eigene Nachforschungen anzustellen. Der NAV-Punkt des letzten Übergabeortes ist in meiner persönlichen Konsole gespeichert. Und Sie scheinen sich ja mit Entschlüsselungen auszukennen. Insofern überlasse ich alles andere Ihnen. Alles klar. Ausrüstungsterminal verwenden. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo das ist. Dieses hier. Entschlüsselung abgeschlossen, Pathfinder. Ich aktualisiere Ihr NAV-System mit dem Übergabeort der Vorräte. Da hier überall aber auch Munitionskisten und Co. rumliegen, befürchte ich, dass die hier angegriffen werden. Es könnte eine epische Schlacht werden. Berichtssperrin Destrania. Olisk, ich war mit einer Gruppe beim Übergabeort, aber als wir ankamen, war alles weg. Unser Kontakt war verschwunden. Im Schnee waren Spuren von Aktivität zu sehen. Mehrere Personen. Die CAT vielleicht? Ich behalte das für mich, bis sie es geklärt haben. Sie besagen alle dasselbe. Dem Widerstand fehlen Vorräte. Liebe Tava, bitte komm zurück nach Aya. Ich weiß, du willst für uns kämpfen, aber wir brauchen dich hier auch. Deine Kinder vermissen dich. Du willst eine Welt aufbauen, in der sie die CAT nicht fürchten müssen, aber ist das wirklich besser, als ihre Mutter nicht zu kennen? Ich weiß, du hast deine Entscheidung getroffen, aber ich flehe dich an, es dir noch einmal zu überlegen. Bitte, denk daran, wie es mit deinem eigenen Vater war und wie sich das angefühlt hat. In Liebe, deine Mutter. Naja, auf der anderen Seite, wer soll's denn machen? Entweder es springen Leute in die Bresche oder... Ja. Keiner wird sich gegen irgendetwas wehren. Ein beeindruckendes Überwachungssystem. Ohne gute Organisation gewinnt man keinen Krieg. Wow. Ich frage mich, wie das wohl funktioniert. Denken Sie, die haben Relikt-Tech eingesetzt? Keine Ahnung.
Holographische Karte von Volt. Komponentenprojektionskameras, globales Positionierungssystem, auslöserbasiertes Alarmsystem, Datenströme 93, Aktualisierungsintervall 13 Sekunden. Diese holographische Karte von Volt wird auf Grundlage von Einsatzberichten des Widerstands in Echtzeit aktualisiert. Das ist echt verdammt geil. Dann weißt du immer, wo Krisenherde sind. Warten Sie. Ich entschuldige mich, Olex. Meine Pilotin sagt, sie hätten die Vorratslieferung am NAV-Punkt abgeworfen. Ich weiß nicht, warum sie nicht bei Ihnen angekommen ist. Ich lasse es Onya mit einer neuen Lieferung noch einmal versuchen. Kostenlos. Der Widerstand soll nicht wegen eines technischen Fehlers hungern. Feindliche Patrouille nähert sich. Irgendwo. Hoffentlich bekomme ich bald eine Patrouille. Werde ich dabei wohl auf Cat treffen? Unwahrscheinlich. Sie kommen nicht so nah ans Lager. Späherbericht. An Geheimdienstoffizier Kaas. Rund um Janik, das ist anscheinend ein Ort, gibt es in letzter Zeit vermehrte Aktivität. Die Cat haben um die Ausgrabungsstätte eine Art Barriere errichtet. Späher haben gesehen, wie sich hinter dem Schild entführte Angara bewegen. Die Cat lassen sie anscheinend an etwas arbeiten. Wir wissen nicht, was es ist. Und es gibt weitere Berichte über Entführungen. Die Cat versuchen wohl nicht länger, den Dara anzugreifen. Zu gut verteidigt, das ist gut. Allerdings haben sie ihre Angriffe nun wohl auf Leute konzentriert, die über den Planeten reisen. Es gibt mehr Hinterhalte als bisher. Wir müssen dafür sorgen, dass die Warnung sich herumspricht. Und, oh, da steht jetzt bei der Konsole was. Eine Nachrichtenkonsole über die wichtigen Nachrichten an alle Angehörigen des angaranischen Widerstands gesendet werden. Die letzte Nachricht, von schädlich übersetzt, lautet: Roka-Aufklärungsteam unweit von Teshix gesichtet. Alle Kämpfer sollen sich zunächst zurückhalten, die Cats sind unser Hauptproblem. Pathfinder, Sie wurden mir bereits angekündigt. Davia Kaas, leitender Geheimdienstoffizier. Ich soll Sie über Volt informieren. Haben Sie Fragen zu dem Planeten? Nur zu. Wie will der Widerstand diesen Krieg gewinnen? Wir haben nicht genug Truppen, um einen planetenweiten Krieg zu führen. Unsere einzige Hoffnung ist ein entscheidender strategischer Angriff. Das Zentrum sämtlicher Cat-Operationen auf Volt liegt jenseits des Tals. Wenn wir ihre Einsatzzentrale zerstören, wird sie das schwächen. Zumindest hoffen wir das. Ist das eine Karte von Volt? Eine lebende Karte, ja. Alle Regionen des Planeten sind abgebildet. Sobald wir Informationen von unseren Spähern und Kontakten erhalten, wird sie in Echtzeit aktualisiert. Sie können die nächstgelegenen Dara sehen, Ijara und Techix, sowie Jani Ik, die archäologische Ausgrabungsstätte, die Cat besetzt halten. Sie haben das Wort Dar benutzt. Was bedeutet es? Wörtlich übersetzt heißt es Felsfundament. Ein Dar ist kleiner als eine Stadt, aber größer als eine Siedlung. Es gibt hier draußen mehrere davon. Angara, die in Dara leben, haben eine Kampfausbildung und sind zu allen bereit. Das müssen sie wohl auch sein. Sie sind stolz darauf, dass sie sich selbst verteidigen. Aber die Cats sind in letzter Zeit mutiger geworden. Die Dara sind ihr neues Ziel. Wir mussten unsere Taktik ändern, um sie zu beschützen. Mehr Patrouillen für die Dara bedeutet weniger Angriffe auf Cat-Lager. Das wissen die Cat und sie benutzen es gegen uns. Ist das eine Karte von Volt? Eine lebende Karte, ja. Alle Regionen des Planeten sind abgebildet. Sobald wir Informationen von unseren Spähern und Kontakten erhalten, wird sie in Echtzeit aktualisiert. Sie können die nächstgelegenen Dara sehen, Ijara und Techix, sowie Jani Ik, die archäologische Ausgrabungsstätte, die Cat besetzt halten. Die hellen Punkte auf der Karte. Sind das Städte? Städte, die von den Cat belagert werden, ja. Die größte, Straya, war unsere Hauptstadt. War? Es ist schwer, sich eine Stadt als Hauptstadt vorzustellen, wenn sie nur ein Labyrinth leerer Straßen und ausgebrannter Gebäude ist. Aber Gebäude können wieder aufgebaut werden. Wir sind mehr als nur unsere Städte. Erzählen Sie mir mehr über Straya. Die Cat konzentrieren ihre Angriffe in letzter Zeit vor allem auf sie. Sie denken, sie könnten uns brechen, indem sie unsere Mauern niederreißen. Sie haben erkannt, dass wir bis zum Tod kämpfen. Dabei wäre es ihnen lieber, wenn wir uns ergeben. Also zerstören sie unsere Dara, unsere Häuser. Sie treiben uns in die Kälte hinaus und erwarten, dass wir aufgeben. Sie unterschätzen die Angara. Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. Roger, Roger.
Ich sollte Sie bei dieser Sache begleiten. Warten macht mich unzufrieden. Ich halte meine Funkkanäle offen, damit ich mitkriege, was Sie tun. Klingt gut. Gibt es sonst irgendwas, wobei ich helfen kann? Erzählen Sie mir mehr über Vault. Vault ist ein wichtiger Planet für mein Volk. Unsere Hauptstadt Estraya befindet sich hier. Wir haben sie erst kürzlich von den Cat zurückerobert und der Wiederaufbau läuft noch. Aus irgendeinem Grund konzentrieren die Cat ihre Bemühungen jetzt auf diesen Teil von Vault. Deshalb hat auch der Widerstand hier Stellung bezogen. Der Widerstand hier scheint ziemlich beschäftigt zu sein. Es muss viele Cat geben. Ja, der Widerstand bekämpft die Cat auf Vault schon sehr lange. Unsere Kämpfer sind frustriert. Egal wie viele wir töten, es kommen immer neue. Ich muss jetzt gehen. Wir setzen das Gespräch später fort. Seien Sie vorsichtig, Pathfinder. Also, ich würde Jarl auch gerne mitnehmen. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich den tauschen kriege. Also, getauscht kriege. Und jetzt kommen wir da hinten rum. Sie sind jünger, als ich erwartet hatte. Aber Sie haben die richtige Einstellung. Ich bezweifle, dass wir jetzt da auch groß auf die Eiswelt schon dürfen. Ich habe das Knabberzeug schon beim letzten Mal mitgebracht. Aber ich kriege keine Versorgungspakete von Aya, oder? Ja, mach mir nur Schuldgefühle, Zeke. Wow, das ist riesig hier. Coole Sache. Wow, ich wollte mich gar nicht anschleichen. Das ist das Alien, das uns auf Haval geholfen hat. Hätte nie gedacht, dass ein Alien uns hilft. Sonst wollen die uns immer nur töten und versklaven. Und darum ist das großartig. Sie sind großartig. Sei still, Beniska, das ist peinlich. Sei du doch still. Ich bin charmant, stimmt's? Die Angara waren wunderbar zu uns. Und sie auch. Danke dafür. Siehst du, wir bauen hier eine Beziehung auf, Zeke. Also, was gibt's da draußen? Irgendwelche Hinweise? Sie könnten sich unserem Kampf in Hijara anschließen, da bei den roten Lichtern. Ich habe gehört, jemand sucht Hilfe. Oder Sie gehen einfach hin und töten ein paar Cat. Die sind überall. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Wir sind hier schon ewig stationiert und damit sozusagen Experten. Diese roten Lichter. Sie sagten, das ist Hijara? Ja, die Hijara-Station. Einer der Dara im Tal. Eine kleine Gemeinschaft, größtenteils Wissenschaftler. Die Leute dort brauchen vielleicht Hilfe, falls sie das nicht bereits überprüft haben. Wie leben die da draußen? Warum überrascht sie das? Wir haben uns dem Wetter angepasst. Diese Lichter sind doch verdächtig. Greifen die Cat sie nicht an? Daran haben wir uns auch angepasst. Die Cat wollen uns lebend. Also kämpfen wir bis zum Tod. Das scheint sie abzuhalten. Was ist das für eine Alien-Anlage da drüben auf dem Berg? Das ist die Cat-Einsatzzentrale. Wir beobachten sie ständig. Welche Aufgabe hat sie? Sie kontrolliert die Operation der Cat auf dem gesamten Planeten. Ständig kommen und gehen Schiffe. Ich bin dort persönlich auf den Präfekten gestoßen. Die fieseste mutterlose Vessan, die ich je gesehen habe. Sogar die Cat hatten Angst vor ihr. Wir wissen allerdings kaum etwas über sie. Kennen Sie Stätten oder Ruinen der Relikte? Ich glaube schon. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Zeke, liest du eigentlich jemals die täglichen Meldungen? Nein, wenn ich irgendwas wissen muss, sagst du es mir schon. Und wo sind sie? Hohe Lichter, irgendwo zu ihrer rechten Seite. Dann will ich sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Machen Sie es gut und seien Sie vorsichtig. Tempest, wir brauchen den Nomad. Meine Position. Errichte Aufklärungsposten. Viel Glück, Ryder. Oh, wir dürfen auch so machen. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Ah, das ist cool. Also wir müssen diese Hauptquest-Strang mit der Moja-Gant machen. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Wir können nichts tun, außer für sie da sein, wenn sie uns braucht. Das ist natürlich awesome.
Vieles von dem ist dann also wieder zusätzlich. Die Moja darauf holen. Das ist allerdings ja unabhängig eigentlich hiervon. Ich würde vermuten, es würde sich jetzt anraten, diese eine Quest zu erledigen und danach den Planeten zu bereinigen, weil unter Umständen dann auch vielleicht ein bisschen was an der Lebenserhaltung gedreht wurde. Allerdings möchte ich noch einen Jarl dann mitnehmen, der will ja mit. Dann soll er mitkommen. Terminal. Nee, warte, da muss ich hin. Ausstattung. So, wen lasse ich hier? Ich denke, PB nehme ich später für die Relikte und Krams mit. Dann kommt jetzt halt Jarl mit. Und Cora interessiert sich eigentlich auch eher für den Asari-Kram. Dann nehme ich mal den, mit dem ich noch nie dabei hatte. So, jetzt zwei. Komm mal mit. Ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Ich begebe mich vorne zum Piloten. Dankeschön fürs Zuschauen. Temperaturen liegen im Normalbereich. Bis dahin. Sayonara. Ja.